Schöne Frauen haben auch Angst. Sie haben Angst, ausgenutzt zu werden. Sie haben Angst, dass Männer sie nur für ihre Schönheiten mögen und nicht für ihre Persönlichkeit. Sie haben Angst, dass der nächste Mann sie nur als Trophäe am Arm tragen wird. Aber sobald er eine andere, schönere, jüngere Frau sieht, sie genauso schnell wieder fallen lässt, wie er auf sie gesprungen ist. Schöne Frauen haben Angst, nicht geliebt zu werden. Und was ist mit uns Männern? Wovor haben wir Angst? Alleine zu bleiben? Nur ausgenutzt zu werden? Haben wir Angst, nicht geliebt zu werden? Ja, wir sind zwar in unterschiedlichen Welten groß geworden, wir werden nie verstehen, wie es ist, die Welt aus den Augen einer Frau zu sehen. Und Frauen haben oft keine Ahnung, wie schwer es uns eigentlich fällt, auf sie zuzugehen und den nächsten Schritt zu wagen. Sie haben ihre Gründe und wir haben unsere Gründe. Aber das, was uns alle lenkt, ist die Angst. Es ist derselbe Grund, wie so viele Frauen aus einer Beziehung in die nächste springen. Und der einzige Grund, warum sie jetzt einen Freund hat, ist, weil er seine Angst überwunden hat, den nächsten Schritt zu gehen. Sie sendet ihm ein Zeichen aus. Hofft, dass er das Zeichen wahrnimmt und auf sie zugeht. Dass er das Zeichen erkennt und die Initiative ergreift. Du weißt gar nicht, wie viel Glück sie verspürt, dass sie ihn gefunden hat. Und dass er den Schritt gewagt hat, das macht sie glücklich. Alleine würden es viele von uns nicht hinbekommen. Viele Männer nicht und viele schöne Frauen nicht. Die Frage ist, wer wollen wir sein? Die hoffenden, wartenden, inaktiven und die Schuld auf andere schiebenden Typen? Oder die Männer, die ihrer Angst ins Gesicht blicken. Die Männer, die stolz auf sich sein können, die mit geradem Rücken durch die Welt gehen, weil sie wissen, dass sie der Mann sind, der zu seinen Bedürfnissen steht. Der mutig ist und sich von der Angst, die sie hat und die er hat, nicht in die Knie zwingen lässt. Jeder hat dieselben Sorgen, Ängste. Keiner hat die Zeit über dich oder mich zu urteilen, weil sie selber alle über sich selber urteilen. Dieses Gefühl, wenn wir uns fertig machen, kennt jeder. Und ständig ist jeder von uns im Kopf gefangen. Du hast schon einen Vorteil gegenüber allen anderen, wenn du einfach nur dir bewusst bist, dass alle diese Angst haben. Auch die lauten, angeberischen Menschen. Erst recht sie. Warum müssen sie denn so laut sein? Weil sie Angst haben, sonst nicht gesehen zu werden, nicht geliebt zu werden. Und eine Sache kannst du jetzt schon realisieren. Eine simple Wahrheit, die dir mehr Mut geben wird. Du bist einzigartig. Du wirst wertgeschätzt und du wirst geliebt. Gib davon anderen doch ein klein wenig ab. Gib einer Frau doch mal ein herzliches Hallo und verlang nichts zurück. Geben, ohne zurückzuverlangen, ist unglaublich attraktiv. Wenn du mit ihr flirten willst, sie verführen und zu deiner Freundin machen möchtest, dann sage ich dir gerne, auf welche drei Sachen du achten solltest. Das ist nicht schwer. Aber es fängt alles hier an. Bist du bereit, deine Angst ins Gesicht zu schauen? Und was du Frauen genau sagen sollst und wie du in kurzer Zeit attraktiver wirst als alle anderen Männer, die ihr hinterherrennen, aber keine Chance bei ihr haben, das bekommst du im kostenlosen Videokurs. Klick hier, schau dir den kostenlosen Videokurs jetzt an und erfahre alles über die Kunst der Verführung mit Herz. Bis gleich.